Damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, dort drüben sitzt Benny und wir spielen heute den Midnight Food Run. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt eine Firma sind, die Kühlschränke transportiert oder ob wir nachts aufstehen, um Fressen zu gehen. Wer weiß, keine Ahnung. Mal gucken, ob die Joghurette noch im Kühlschrank ist. Wir fangen an. Cool. Oh, wir sind Japaner. Wir schlafen direkt auf dem Boden auf einem kleinen Futon. Was ist hier mit meinem Handy? Ist das ein Tablet, Alter? Was ist denn für ein Handy, Alter? Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen groß für ein Handy, oder? Oh, Junge, Junge. Oh, es ist ein Handy. Hey, is your refrigerator running? Ob unser Kühlschrank läuft? Keine Ahnung, ja. Ja, ihr habt ja schon mal auf jeden Fall mal 2 Daumen nach oben für die geile Synchro, Alter. So, und hier könnte ich auch schon mal gleich ausrasten. Alter, kann man denn, wenn man ein Poster aufhängt, wir haben nur für oben Tesafilm gehabt oder was? Oder Sicherheitsnadeln? Ganz toll. Ah, Five Nights at Shrek's Hotel Teil 2. Ist legendär gewesen, legendär, Alter. So, den Rest ist ein bisschen dunkel. Haben wir eine Taschenlampe? Oh ja, wir haben eine Taschenlampe. Wir gehen auch immer mit Taschenlampe ins Bett. Das ist ganz wichtig. Ja. On the moon and the stars und so weiter. So, okay, wir gehen mal. Ja. Ah, mit E können wir öffnen. So, wir haben ziemlich große Lichtschalter, wie ich sehe. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Oh Gott. So. I make the light on. Das ist. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. It's gone. So, warte mal, gucken erstmal hier oben. Ja, wenn wir überhaupt überall da reingucken können. Du hast gesagt, vorhin mit E. Ja, ich versuch bloß gerade rauszufinden, ob man genau die Klinke treffen muss, so mit der Mitte, weil du hast doch keinen Cursor. Also du hast keinen Punkt in der Mitte. Ja, ja. Deswegen probier ich erstmal, aber die kann man, wie du schon sagst, nicht öffnen. So, dann gehen wir mal runter. So, okay, jemand ruft uns an, lachend, mitten in der Nacht und fragt, ob unser Kühlschrank läuft. Kennen wir alle die Situation? Wer ruft denn mitten in der Nacht an? Also außer ich bin in einer WG und die Jungs machen irgendwie, wollen sich einen Streich machen oder so, keine Ahnung. Erst gestern, ja, rief jemand an und sagte so, hast du auch deine Schuhe geputzt? Und hat dann aufgelegt. Ja, da, das ist für mich ganz normaler Alltag, Benny. Okay, ja? Was war das gerade? Was jetzt? Was war das gerade? War das ein Alert? Nee. Das ist ja schön. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist wahrscheinlich unser Hunger. Ah, das ist unser Hungergefühl. Das ist unser Magen, der hier knurrt. So, also die Lichtschalter zu treffen, das ist schon hart. Das ist schon hart tatsächlich. Ja, da muss man schon fast Robin Hood sein. So, okay. Gut. Wo ist denn unsere Küche? Ah, hier. Das ist unsere. Also ist nicht unsere Küche. Aber hier steht einfach nur unser Kühlschrank. Ja, aber gut. Auch nicht angeschlossen. Also, hallo? Ja, ist Akku. Ist Akku. Ah, wir haben noch ein bisschen Kinderschokolade hier drin. Schoki. Go to bed. Na, bitte. Und wir haben auch gleich den Frierschrank mit aufgemacht. Mach dazu das Ding. Nee, lässt jetzt offen, weil brauchst du als Klimaanlage. Ey, er macht's echt nicht zu. Benny, bei euch läuft jetzt hoffentlich flüssig? Ja. Okay, das ist gut. So, bei mir ist so ein bisschen schattrig, aber das macht nichts. Okay. Es ist lebbar. So, wenn er jetzt sagt, mach bitte alle das Licht aus, ist mir scheißegal. Oh. Ist wohl seine Schoki. Ist seine Schoki. Okay. Oh. Okay. Sein Ernst jetzt, Alter? Sein Ernst jetzt? Aber vielleicht. Er wollte meinen Schoki. Jetzt was anderes machen. Er wollte meinen Schoki. Aber er hat mich natürlich fairerweise, hat er mich vorher erstmal nur angerufen irgendwie. Okay. Gut. Also, wir müssen runter. Und ja, aber hast du eine Möglichkeit denn? Nein! Hey! Kleiner Mann! Überhaupt vor ihm wegzurennen? Das sah jetzt relativ kompliziert aus tatsächlich. Also das hat jetzt nicht so ohne weiteren funktioniert, muss ich sagen. Also der war sehr schnell an mir dran. Ja. Oh Gott, er schon wieder. Okay, es war nicht unser Magen. Also manche Spiele sind halt einfach so. Gott, Blackwar, hi. Die sind halt so unfreiwillig komisch. Was aber auch cool ist, tatsächlich. Was auch cool ist, ja. Es halt, muss ja nicht alles immer hier Resident Evil sein oder Silent Hill. So, okay, wir nehmen quasi die Schwammschokolade. Ja, ja. So, bring mich schon mal optimal in Position. Jetzt kommt er. Gimmel Chocolate.
My Schoki Time. So, und ich kann rein, los. Keep on running. Keep on. Alter. Okay. Er ist echt schnell. Er ist voll der Schoki-Junkie. Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt. Ist das. Also, kriegen wir das wirklich hin? Ist das Spiel daraufhin ausgelegt, vor ihm wegrennen zu können? Ich hoffe. Ich denke, das wird ja ein Sinn des Spiels sein, irgendwie. Wenn du hier schon so ein rumkasparer Kopf bist, irgendwie, und sagst so. Okay. Go to bed. Let's do it! So. Ich renne. Und der hat mich sofort wieder. Warte mal, jetzt will ich mal kurz probieren. Das ist ein Hauch unfair. Ja, warte. Jetzt will ich mal ausprobieren. Mal gucken. Ich will mal, weil. Oh, jetzt wird Benny ungeduldig. Nee, weil. Das Papamang. Ich sehe das Problem. Also ich sehe wirklich, dass das, glaube ich, nicht schaffbar ist. Also du musst, wenn, musst du wirklich direkt an der Wand der Treppe hochlaufen. Das wäre jetzt auch noch so eine Idee, die ich jetzt auch noch hätte. Aber du hast bestimmt auch Shift gedrückt, ne, zum Sprinten. Ja, klar. Ja. Bei Atlas kann ich mir das, also ansonsten ist ja very unfair, the game. Das musst du gucken, renn mal aus Spaß immer so trocken die Treppe hoch, irgendwie, weil du bleibst relativ gut an der Ecke kleben. Du darfst aber auch nicht einen zu weiten Bogen drumherum laufen. Ein Scheiß, Alter. So, okay, wir sind hier. Wir werden hier einmal angehalten. Gucken ganz dämlich nach da. Und dann schnell hier. Na, da wäre ich wahrscheinlich schon festgehalten worden. Okay. Wenn hier an der Ecke bleibst du hängen. Naja. Das ist halt. Oh, krass, Alter. Eure Frame Drops vom Feinsten, Alter. Echt? Ja. Und die ganze Zeit schon. Vielleicht ist auch das bei dir das. Ja, okay, warte. Dann warte. Wir probieren es mal. So, schnapp dir die Schoki? Die Schoki! Gib doch! Gib mir mal Schokolade her. Das ist mein Superriegel. Ich will den haben. Schokolade! Sehr gut! Ah, First Try, Benny. Sehr geil. Was machen wir jetzt? Jetzt legen wir uns einfach wieder schlafen, oder was? Na, jetzt schändet er uns. Was, er hat wirklich das Schoki genommen? Warum? Ach, das war's? Was ist das denn für ein Spiel? Ja, da hat Kirill Rybalchenko hat ja mal voll was rausgehauen hier, Alter. Mein lieber Herr. Okay. Es ist ein schönes Spiel gewesen. Das war toll. Ich finde ja keine Worte. Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Control Room Alpha. Oder schauen wir auch mal direkt rein. Interact. E or left. Was? Copy? Was? Copy. I'm copy. Copy. Wo kann ich copy sagen? Ja, I'm. Achso, ich muss das Headset vielleicht aufsetzen. Ja. Control Room Alpha. First of all, congratulations on your new position in the EKRE Foundation. My name is Konstantin. Konstantin. I'm the supervisor for this shift. For this shift. Start by opening up the nest covering. And then you can get down to business. Your controls are hot, operator. Standing by. Was soll ich jetzt öffnen? What? Ich will den roten Knopf nicht drücken. Soll ich das jetzt drücken? Okay, wir drücken ihn mal. Die kommen hier aber nicht rein, ne? Alright. In the same control procedure. Lower the crane in the nest and pull out the vessels. Then put them in the sample case. If you are unsure how to proceed, refer to the crane operator manual. Okay, also. Hey! Wo ich da raus? Wir fahren erstmal runter. Nee, achso, wir fahren nicht runter.
Wieso kann ich hier nicht runterfahren? Achso, hier. Lul. Okay, kann ich das jetzt so rausnehmen? Nein. Ach so. Okay, wait. Wait for it. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt it is in our hand. Ach du Scheiße. Falsche Taste. Zum Gips. Ach du Scheiße. Als ob ich das hinkriege. Is it right? Natürlich nicht. Wait. Ein bisschen höher. Es wird mir sogar so angezeigt. Okay, jetzt kann ich es runterlassen. Kann ich es aufmachen? Nice. Well done. Well done. Now, I will remind you to be very careful with handling this vessel. Each one is worth over 1 million Vietnamese dongs. What? 1 million? Also Vietnam Gedöns? Zum Glück habe ich da nicht gerade hingeschaut. Right. Okay. This is not your fault. The crane seems to be broken. I'm afraid Mission Control will not be happy about this. So, just go down there and put the sample into the case yourself. Don't worry about the thing, comrade. Most of the creatures that came out of that nest are harmless. Go pick up the sample. Standing by. Also wenn die jetzt so harmlos wären, dann müsste ich ja das nicht mit dem Kran machen, oder sehe ich das verkehrt? Ach, shit. Okay. Big ass spiders exit to at own risk. I don't like. I don't see any. Gibt's auch eine Taschenlampe? Okay. Wir gehen wieder zurück. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Die Tür zu. Und die hier auf. So, kann ich jetzt hier wieder. Good job, Carl. Good job. Good job. Okay. Das war Control Room Alpha. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Oh, die Spinnen sind gar nicht so angenehm gewesen, aber okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen mit einem kleinen Like oder einem Comment. Und bis zur nächsten kleinen Demo. Zeit sag ich erstmal reingehauen.